Ja, hallo Leute, ich bin wieder euer Charlie. Ich befinde mich hier vor Anlagen in Heiligenhafen. Wir wollen heute mal auf Hornig probieren und haben uns gerade hier gut eingedeckt. Ja, kommt mit, wir haben übrigens Pfingsten 2012. Kommt mit, habt Spaß und viel Spaß mit dem Film. Ja, jetzt sind wir hier unter der Fehmarnsundbrücke und hier wollen wir mal versuchen, ein paar Horniche zu ziehen. Ja, wir versuchen hier die Hornhechte mit sogenannten Zirpenkorken zu überlisten. Das sind Flossseitenfäden, die einfach an den Blinker montiert werden. So, jetzt wird hier der Zirkelkorken aufgefädelt. Ja, das sieht dann so aus. So, da ist der erste. Kann man schön sehen, wie sich der Zirkelkorken um den Schnabel gewickelt hat. Ja, das ist da ein kleines Männchen. Die Weiber werden wesentlich größer, die Weiber. So ist er mit den Hornhechten. Von den Schuppen hat man noch eine Weile was. Ja, hallo Leute, die Hornhechte-Angelei ist jetzt vorbei. Wir befinden uns jetzt am Oldenburger Graben. Und wir wollen heute mal versuchen auf Aal. Ja, schauen wir mal, sehen wir mal. So, da haben wir hier ein schönes Feuerchen gemacht, da werden wir gleich auf grillen. Und hier so ein kleines Zigeunerlager aufgebaut, das wir Pfingsten ja immer haben irgendwo. Ein paar Zaungäste beim Angeln. We'll be right back.
Ja, bis jetzt tut sich noch gar nichts hier. Der einzige, der beißt, ist Schippi, und zwar in der Gurke. Direkt auf dem Wurm? Ja. Oh ja, oh, ein schöner Hecht. Ja. Hecht. Tschüss. Ja, das war schade. So, was machen wir auch vorher? Ja, Freunde, so kann es gehen. Aber vielleicht kriegen wir noch einen Fisch. Wollen wir mal gucken. Ja, Aal haben wir heute nicht gekriegt, aber wir können uns noch hier am Feuerchen wärmen. Ja. Dann gehen wir morgen weiter an und mal gucken, wie es da wird. Ja, guten Morgen, da sind wir wieder und beginnen den Tag mit einem Frühstück. Ja, hallo Leute, wir haben heute Pfingstsonntag und wir wollen mit dem Bellyboot raus. Ja, Bellyboote stehen schon bereit und da können wir uns nur Petri Heil wünschen. Ja, da stehen die, unsere beiden Bellyboote. Ja, Warthose, Ankereimer, Weste, alles was wir brauchen. Moin Charlie. Moin Harald, da wollen wir mal, ne? Premiere, ich bin noch nie mit dem Bellyboot gefahren. Ja, was machen wir jetzt? Ich verlasse mich auf dich. Kein Problem. Ja, mein erster Trip. Und mit Anfangsschwierigkeiten. Wir haben die Schwimmflossen nicht richtig reingekriegt. Nee. Sind wir schon eine halbe Stunde hier draußen. Außer Pisten haben wir noch gar nichts gehabt. Also das kenne ich gar nicht hier vom Eis, dass wir gar nichts kriegen. Aber versuchen wir, wir sind hartnäckig. Nicht jeder Tag ist Fangtag. Jeder Tag kann Angeltag sein, aber nicht jeder Tag ist auch Fangtag. Ja, jetzt wirklich keine 75 Meter vom Strand entfernt ist mir dann doch noch gelungen, einen Dorsch zu fangen, dass sie so dicht unter Land stehen, das hätte ich nicht gedacht. Ja, Charlie, ich bedanke mich recht herzlich für diesen wunderschönen Tag und ich kann dir sagen, du hast mir das vorgemacht, du hast einen Dorsch gefangen, kurz vor Schluss, dicht dran, also ja. Keine 150 Meter vom Strand. Das war schön anzusehen. Für diesmal bin ich auf jeden Fall gewappnet und wir werden auf jeden Fall kommen. Ja, das werden wir machen. Den Tauwurm, wie gesagt, ich habe da schon mal einen Film gedreht, den Tauwurm.
Und der zählt den Wattwurm nichts nach. Wer hier noch mit Wattwurm angelt, ist selber schuld. Der Wurm hält halt länger. Aber wie gesagt, das war ein Glücksfang mit dem Dorsch. Und naja, gut. Ein Riese ist ja auch nicht. Ja, dann wird jetzt der Grill angeschmissen. Mal gucken. Ja, so, da sind die Angelleer wieder zurück und machen ein ziemlich müdes Gesicht. Mit Malzbier. Ja, natürlich mit Malzbier, was denn sonst? So, und jetzt nach dem Grillen gehen wir mal bitte durch diese Stadt, durch Oldenburg. Hier rockt der Päpst, hier steppt der Bär. Ja, jetzt haben wir hier unser lecker gezapftes Krombacher vor uns stehen. Der zaubert gleich wieder ein Lächeln auf die Gesichter. Man kann ja nicht mehr schief gehen. Ja, ich glaube, jetzt können wir hier so langsam aufhören mit der Filmerei. Das Licht ist nicht mehr gut. Man kann schon bald das Bier nicht mehr erkennen. Das gute Krom-Krom. Ja, wir haben Pfingstmontag. Das Frühstück muss sein. Mal gucken, was wir heute erledigen. Und auf jeden Fall abreisen, klar. So, dann machen die Tourismus und dann stehst du ganz oben drauf. Da hinten ist die Fehmarnsundbrücke, wir fahren jetzt auf Fehmarn und dann wollen wir sehen, ob wir Hornhechte kriegen oder sowas. Zu viel Krautgang, wir gehen jetzt auf die andere Seite, nach hinten hin. Ja, wir sind jetzt diesseitig der Sundbrücke, auf der anderen Seite, Festlandseite. Wir wollen es hier mal probieren. Ja, leider ist hier auch ein Krautgang. Wir müssen dauernd die Blinker sauber machen. Jetzt sind wir hier am Strand von Rosenfelde. Aber das Angeln können wir auch hier knicken. Aber mehr war nichts. Sind wir letztendlich wieder hier im Oldenburger Graben gelandet.
6.6.2012. Ich hoffe, der Film hat gefallen. Ja, wir haben drei schöne Tage verlebt. Wir haben geangelt, wir haben gegrillt und auch so manchen Fisch gefangen. Ja, viel Spaß mit dem Film und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder einen Film drehe und zeige. Tschüss.